Moin, moin miteinander. Ich werde mich heute dieser Fanpost hier stellen, und zwar in der Gender-Perspektive. Das hat sich jemand gewünscht und ich werde diesen Wunsch erfüllen. So, trinken wir ein. Das ist gar nicht mehr so einfach. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal gemacht habe. Es ist echt verdammt lange her, aber ich schaffe das. Ich kriege das schon hin. So. Ja, wir schaffen das. Alter, das ist ein langer Brief. Max, ich grüße dich. Bei meiner Wenigkeit handelt es sich um das Individuum, welches damals nach Release von Ringer Arnos 2 die Version von Rammstein-Stil fabriziert hat. Ah, ich erinnere mich. Du wirst dich sicher erinnern. Lol, du Wicht. Danke dir nochmal, dass du den Schund damals sogar in deinem Stream gezeigt hast. Long story short, ich habe mit meiner Band Alternative Ways vor kurzem die zweite EP veröffentlichen wollte, dir, da du in deinem Herzen auch einen Platz für Metal hast, einen sehr großen sogar. Alter, ich habe fast alle Korn-Alben, Rammstein. Junge, ich höre in dieser Sekunde. Nee, ich bin ein echter Metaler, Alter. Den Deluxe-Bundle zuschicken, das es so nicht zu erwerben gibt, Alter. Aber findest du eine signierte CD mit Widmung und Stickern, ein Hoodie aus unserem Sortiment in Größe L? L steht für Löhl und zwei Sticker in unserer Pride Month Initiative, die du mit Sicherheit, die dich mit Sicherheit mehr amüsieren dürfte als unsere herkömmlichen. Ich bin gespannt. Ich bin stockschwul und finde das gut. Kurz zur Band. Wir sind 4 Instrumentalisten und machen demnach auch nur instrumentale Musik. Wir gestalten diese gern komplex, legen aber viel Wert auf Storytelling. Was unsere Inhalte angeht, halten wir uns bedeckt und lassen jeden Zuhörer und jede Zuhörerin selbst entscheiden, worum es in den Songs geht. Was zum Fick? Was wir jedoch sagen, wozu wir uns öffentlich bekennen, ist unser Einsatz für das Thema Mental Health Awareness. Oh ja, das ist richtig. Das ist eine gute Sache. Wir wollen Menschen mit psychischen Erkrankungen und hoher mentaler Belastung mit unserer Musik eine Plattform bieten. Vielen Dickdarmen für Ihre Aufmerksamkeit. Der Link zu unserer Social Media Plattform ist in der Beschreibung. Beschreibung. https://distrokit.com Hyperfollow Alternative Ways Take the Step. Mit rektalen Grüßen Pascal Alternative Ways Berg, aka der Rockshop. Vielen Mastern für diesen Brief. Also ich lese wirklich selten derart lange Schriftstücke. Ich bin wirklich gespannt, was ich jetzt hier finden werde. Eins in den Chat, wer mentale Probleme hat. Junge. Gut, an dieser Stelle muss ich doch mal die Perspektive wechseln, weil ich dieses kleine Stück natürlich anprobieren möchte. Schickt mir Hoodies, vielen Master auf jeden Fall. Was zum Geier? Okay, der ist äußerst eng. Wie der Arsch meiner Oma. Vielen, vielen Mastdarm auf jeden Fall. Der ist geil so zum Training. Ich höre direkt diesen Eye of the Tiger und hier, wo Rocky den Berg hochrennt. Bam, 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 bam. Ah, wild. Vielen Dank auch für das Album, Bre. Schlecht sich ja mit Quallen. Und mal gucken, ob man das hier auch in die Kamera halten kann. Ich bin mir nämlich noch nicht sicher, ob der Mann. Alternative Gaze. LOL. Also ich muss echt sagen, anstatt Alternative Ways, dann einfach Alternative Gaze drauf zu schreiben und das als Initiative für den Pride Month zu verkaufen, das ist ein Schritt, der marketingtechnisch vom Mars ist, aus dem Jahre 2025. Ich bin, das ist echt, ich muss echt sagen, ich zieh die Kappe, Bre. Da würde Niki Lauda, hätte sie auf jeden Fall auch gezogen. Alter, also, ja. Schisch, vielen Dank auf jeden Fall für diese Gaben, Bra. So. Das nächste Paketle. So. Also, das sollte eine Lesestunde wird, Mann! Lieber Max Pimmelberg,
In diesem Karton findest du verschiedene nützliche Dinge, und zwar einen Elektroofen, der bitte nicht eingesteckt werden darf. In Klammern Gefahr für Leib und Leben. Junge, was zum Fick? Die soll ausschließlich der Gewinnung seltener Erden dienen. Junge. Des Weiteren findest du einen Router aus meiner alten Drecksbude. Ja, ich war beim Streichen zu faul, ihn abzudecken. Vielleicht hilft er dir, die Hürden des Vodafone zu nehmen, und dann hast du eine bessere Verbindung. Auch enthalten ist ein Öffnungsgerät, hätte irrtümlicherweise fast Dosenöffner geschrieben, um Getränkedosen oben komplett zu öffnen. Frag mich nicht, wozu man das tun sollte, aber das Teil kann man angeblich... Ich war zu doof dazu. Ich habe keine Lust mehr weiter aufzulisten. Viel Spaß damit. Nicht Nebula. Oh, Junge. Es gibt doch absolut keinen Grund, die Inhalte aufzulisten. Da ich ja nicht völlig verblödet bin, no front. Der Mann hat geschrieben, das ist eine Gefahr für Leib und Leben, dieses Ding einzustecken. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich werde ihn auf dem Trödelmarkt verkaufen. Und ich werde dann, während das jemand kauft, dazu sagen, das Ding ist eine Gefahr für Leib und Leben, und derjenige wird denken, dass ich Spaß mache, und dann lächeln und das Ding trotzdem kaufen. Aber ich habe dann halt moralisch absolut null Probleme damit. Was zum Fick? Okay, das sind Magneten. Was ist das? Das ist... warte mal, das ist so ein... Ach, das ist dieses Dosenöffner-Ding. Was zum... Krass, vielen Dank für diese wilde Erfindung auf jeden Fall. Ah, Silikon. Geil, kann ich meiner Drecksoma endlich mal die Titten machen. Vielen Master. Golfbälle. Die kann ich meiner Drecksoma einführen. In ihre Scheide. Ein kubischer Kanonenschlag. Das ist wirklich sehr nett. Fireworks First. Make Sylvester great again. Ehrenwerteraufkleber. Verdammt Ehrenwerteraufkleber. Ich hoffe, dieses Jahr dürfen wir wieder böllern. Es geht aber wahrscheinlich zu Silvester ins Ausland, weil ich mir das nicht nehmen lassen möchte. Vielen Dank für den Schlauch. Tabaklinge. 1%er Ring. Den werde ich weiter verschenken. Ich werde den auf jeden Fall nicht tragen, denn ich bin keinem Club angehörig. Aber trotzdem vielen Dank. Okay, das ist ein Getränk. Megabond. Industrieller Kontaktklebstoff. Oh, den schenke ich auf jeden Fall dem Schänder. Der wird da bitte schon irgendwas Sinnvolles anstellen. Strong Power. Vielen Dank für das USB-Gerät. Ui. Liegt der Brände. Tappa. Gut. Vielen Dank. Das werde ich noch ausräumen. Ja, das war doch auf jeden Fall ein Paket, das Herzen höher schlagen lässt. Also ich alles dabei, was man braucht. Und scheinbar auch was Flüssiges. Ui, ist das Wein? Feinster Wein! Das ist in der Tat Wein. Doppio Passo Salento Primitivo 2016. Oh, warte mal, das ist doch eigentlich eine gute Flasche Wein, 13%. Das ist auch genau die Art von Rotwein, die ich echt gerne trinke. Trinke ich immer mit dem Mädenvieh. Oh, das ist sehr, sehr nett. Das werde ich dann beim nächsten Mal mit dem Mädenvieh verzehren. Schickt mir rein. Vielen Arsch. Geil, geil, geil. Heute hat sich's Aufstehen mal wieder gelohnt. Ein Paket haben wir noch. Hier steht im Video öffnen. Genau das werde ich jetzt tun. Genau das. So. Und so. Hui. Also ich muss echt sagen, das macht mich sehr geil. Leergut ist nach Kleingeld wirklich das Allerschönste, was man auspacken kann auf dieser Welt. Danach kommt direkt Energy Drinks, Schnaps und Bier auf einer Stufe. Danach alles andere.
Jetzt, das kommt auf jeden Fall ganz unten auf der Stube. Das ist ja absolut bah. Ich habe damit wurden die Füße von meinem Käseberg gepflegt. For your beauty. Mm, yeah. Ja, haben wir schon das Kleingeld. Also jedenfalls vermute ich das mal. Oh ja, feinstes Braunes und ein Juan. Ey, du Juan. Vielen Mastdaum, du Juan, für diese Gaben. Okay, hier sind Dinge in eingewickelt. Auf eine sehr, sehr mystische Art. Okay, das ist ein Dampferkopf. Das ist zu fick. Ja, das. Es gibt immer irgendjemanden auf dem Trödelmarkt, der das Zeug sich für 20 Cent mitnimmt. Mein Beileid an dieser Stelle an diese Leute. Ich hoffe, die kriegen alle. Falls YouTube nicht mehr läuft, Rasierkling. Warum sollte ich mich rasieren, wenn YouTube nicht mehr läuft? Ich kann das jetzt in keinen sinnvollen Zusammenhang bringen, Brehe. Das kann nicht sein. Was zum... Also wer sich daran erinnern kann. Ich habe mal verzweifelt in einem Twitch-Livestream Fanpost ausgepackt und hat jemand reingeschrieben, dass ich das noch nicht ausgepackt habe. Ich habe meine ganze Wohnung abgesucht und nirgends stand das Paket mit dem Rebalance Board. Ich habe alles ausgepackt zu diesem Zeitpunkt. Wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Das kann doch gar nicht sein. Das fickt meinen Kopf komplett. Oh, hier ist ein Brief. Perfekt. Hiermit übersende ich Ihnen meinen miesesten Schund, den ich meiner verlausten Bude abnehmen konnte. Das Highlight, ein verranztes Rebalance Board, worauf schon die Füße meiner Großmutter gestanden haben. Achso, ich dachte, da kommt noch ein bisschen mehr. Ich hoffe sehr, dass Sie im nächsten Trödelmarkt 3021 dieses Boot einer Frau, dessen Körperbau, Junge, dem Design schon fast überragt, einen Regenbogenflaggenanhänger trägt und zudem noch eine Kurzhaufe so besitzt, verkaufen werden. Ihr würde es wahrscheinlich gut tun. Den Rest können Sie an die restliche magere Bevölkerung des Trödelstaates andrehen. Machen 5 ist für Bruder. Meine letzte Bitte an Sie wäre noch, nach Erhalt der braunen Dublonen einen Koboldtanz in der Kamera aufzuführen. Dies würde mein Speer sehr zu Gemüte tun. Haben Sie noch Kontakt mit dem Erzfeind und wird dieser bald auch Pakete mit Ihnen auspacken? PS, die Reibe im Paket ist die alte Parmesanreibe meines Opas. Ah, das ist ekelhaft. Ich habe den Erzfeind gestern erst gesehen. Wo war denn das nochmal? Vorgestern. Sorry für die falsche Information, für die Fake News. Das war an der Bank neben der Sparkasse an der Prager Straße. Das war wirklich wild. Hier kamen von Herzen, ihr abgefuckten Schweine, Alter. Jetzt habe ich euch stehen. Scheiße. Eine Eichel, die drückt an die Innenseite meiner Unterhose. Das ist ja unangenehm. Weil ich meine Eichel gestern erst von einem Dobermann zerbeißen lassen habe. Egal. Okay, der Mann hat scheinbar einen Staubsauger sich gegönnt. Ein Spuckknopf. An dieser Stelle kann ich nur sagen, vielen Mastdarm für die Gaben. Es war mir mal wieder eine Ehre. Bräs und Bras und Bros. Und ich werde mich jetzt mit Klebstoff benebeln. Vielen Dank. Schickt mir Fanpost und einen schönen Sonntag wünsche ich euch noch.